This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute habe ich mich hier eingefunden, um den 41. Teil zu lesen der Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. Ein Buch, das Ende des 19. Jahrhunderts erschien und dann auch direkt um die Jahrhundertwende übersetzt wurde ins Deutsche. Was eine sehr, sehr wichtige Arbeit ist. Und wir haben letztes Mal sehr wichtige Informationen bekommen. Wir haben letztes Mal sehr furchtbare Informationen bekommen und leider ist die Wahrheit keine Zuckerwatte. Na? Das ist nun mal so. Die ist oftmals schwer zu schlucken. Tertullian, der von der römisch-katholischen Kirche ja als einer der Kirchenväter propagiert wird, soll einmal gesagt haben, die erste Reaktion auf Wahrheit ist Hass. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube aber, dass oftmals sogar die erste Reaktion auf Wahrheit einfach Unglauben ist. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Und dafür haben wir Geschichtsbücher, die auf Basis von alten Archiven diese Fakten aufschreiben, wie dieses Buch, und uns zeigen, dass es leider doch so wahr ist. Der Mensch ist ein furchtbar grausames Wesen, oftmals. Und vor allen Dingen dann, wenn er vom falschen Geist geleitet wird. Und ein normaler Mensch, zwischen Anführungszeichen normal, kann sich gar nicht vorstellen, was in solchen Menschen, die sich Folterapparatur ausdenken, die sich Foltermethoden ausdenken, die Spaß haben, andere Menschen zu quälen, ein normaler Mensch, zwischen Anführungszeichen normal, kann sich gar nicht vorstellen, was im Kopf eines solchen Menschen vorgeht. Es ist oftmals unbegreiflich und deswegen sagt man auch, das kann doch nicht wahr sein. Die Wirklichkeit, mit der wir hier konfrontiert werden, die Lüge, ist oftmals schon mehr oder weniger unglaublich. Aber die Wahrheit ist oftmals noch viel unglaublicher.
Dafür haben wir die Bibel, das unfehlbare Wort Gottes, des Allmächtigen, der uns aufgeschrieben hat, was die Wahrheit wirklich ist. Und in der Wahrheit wird vor allen Dingen im Buch der Offenbarung auch gesprochen über die Verfolgung der Märtyrer und Heiligen in Jesus Christus. Genau das hat Henry Charles Lear hier aus Archiven ausgegraben und uns zur Verfügung gestellt und im Prozessverfahren der Inquisition in diesem 9. Kapitel für uns niedergeschrieben. Deswegen fahren wir jetzt auf Seite 465 fort. Kunstgriffe zur Überführung lautet die Überschrift hier. Und auf der nächsten Seite geht es dann weiter mit dem Thema Untersuchungshaft, Qualen der Haft, Einführung der Folter, Gebrauch der Folter. Also es wird wahrscheinlich keine, zwischen Anführungszeichen, schöne Lesung, aber es wird eine wichtige Lesung. Im zweiten vollen Absatz auf Seite 465 sagt der Autor, es war unvermeidlich, dass bei einem solchen Systeme Spione eine große Rolle spielten. Da habe ich ja letztes Mal abgeschlossen und gesagt, das sparen wir uns für nächstes Mal auf. Die erprobten Agenten, die man in die Zelle des Gefangenen sandte, wurden angewiesen, ihn allmählich von einem Geständnisse zum anderen zu bringen, bis sie hinreichende Beweise zu seiner Anschuldigung in Händen hatten, und zwar ohne, dass der Gefangene sich dessen überhaupt bewusst werde. Bekehrte Ketzer sollen vor allem dabei sehr nützlich gewesen sein. Einer von ihnen wurde etwa ausgeschickt, um den Angeklagten zu besuchen und ihm zu sagen, dass seine eigene Bekehrung nur erheuchelt sei. Nach wiederholten Besuchen passierte es ihm, dass er länger als gewöhnlich blieb und mit dem betreffenden Gefangenen eingeschlossen wurde. In der Dunkelheit pflegte sich nun ein vertrauliches Gespräch zu entspinnen, während ein Notar mit Zeugen heimlich in Hörweite lauschte und alles aufzeichnete, was das ahnungslose Opfer sagte. Auch Mitgefangene pflegte man für solche heimtückische Verräterei zu benutzen und entsprechend zu belohnen. So wird es in einem Urteil vom 17. Januar 1329 gegen einen der schändlichsten der Zauberei angeklagten Karmelitermönch als mildernder Umstand für sein schwarzes Sündenregister angegeben, dass er, während er mit verschiedenen Ketzern im Gefängnis war, wertvolle Hilfe leistete, um sie zu einem Geständnisse zu bringen, und dass er viele wichtige Dinge offenbart habe, die sie ihm anvertraut hätten, zum größten Nutzen für die Inquisition, die noch weitere Vorteile von ihm erhoffte. Diese betrügerischen Kunstgriffe wurden noch mannigfaltiger gestaltet dadurch, dass man die Anwendung von Gewaltmitteln damit verband. Der Ketzer, mochte er nun geständig oder nur verdächtig sein, hatte keine Rechte. Sein Leben gehörte auf Gnade oder Ungnade der Kirche. Und wenn die Furcht vor körperlichen Qualen ihn zur Erkenntnis und zum Geständnis seiner Irrtümer bringen konnte, so zögerte man nicht, alle nur zur Verfügung stehenden Mittel sofort in skrupelloser Weise anzuwenden, um dadurch seine Seele zu retten und den Glauben zu fördern. Wenn das keine Heuchelei ist, dann weiß ich nicht was. Unter den Wundern, um deren Willen der heilige Franziskus kanonisiert wurde, wird auch eines mitgeteilt, das einen gewissen Pietro von Assisi betrifft. Dieser Pietro war unter der Anklage der Ketzerei in Rom gefangen genommen und dem Bischof von Todi zur Bekehrung anvertraut worden, der ihn in Ketten legen und in ein dunkles Gefängnis werfen ließ, wo er bei kärglichen Mahlzeiten von Wasser und Brot schmachten musste. Durch sein Leiden zur Reue gebracht, rief er an den Vigilien des heiligen Franziskus unter leidenschaftlichen Tränen den Heiligen zu Hilfe. Von seinem Eifer gerührt, erschien ihm der heilige Franziskus und befahl ihm, hinauszugehen. Seine Ketten fielen ab, die Türen flogen auf, aber der Unglückliche war durch die plötzliche Erhörung seines Gebetes so verstört, dass er sich am Türpfosten festhielt und laut aufschrie, bis der Gefängniswärter zu ihm kam. Eilig begab sich nun der fromme Bischof zum Gefängnisse und schickte, die Macht Gottes demutsvoll anerkennend, die zerbrochenen Fesseln als einen Beweis für das Wunder an den Papst. Noch anschaulicher und besser beglaubigt ist ein Fall, den
Johann Nieder unter großen Dankesbezeugungen mitteilt. Derselbe begegnete ihm, als er an der Universität Wien lehrte. Ein ketzerischer Priester, der vom Bischof ins Gefängnis geworfen war, erwies sich als außerordentlich hartnäckig. Und selbst die hervorragendsten Theologen, die ihn zu bekehren versuchten, mussten zugeben, dass er ihnen in der Kunst zu disputieren gewachsen war. Überzeugt, dass Qualen seinen Geist klären würden, ließ man ihn schließlich fest an eine Säule binden. Die in das schwellende Fleisch eindringenden Stricke verursachten ihm eine solche Qual, dass er bei ihrem Besuche am nächsten Tage kläglich bat, sie möchten ihn hinausführen und verbrennen lassen. Kaltblütig schlugen sie die Bitte ab und überließen ihn nochmals 24 Stunden seinem Schicksal. Tatsächlich brach alsdann der physische Schmerz und die Erschöpfung sein Widerstand. Er widerrief demütig, zog sich nach Ungarn in ein Kloster der Pauliner zurück und führte dort ein musterhaftes Leben. Was man unter musterhaft natürlich nur als römischer Katholik verstehen kann. Überhaupt trugen die Inquisitoren wenig Bedenken, alle Mittel anzuwenden, die geeignet waren, die Hartnäckigkeit eines Gefangenen zu brechen, der die Ablehnung eines Geständnisses und den Widerruf verweigerte. Wenn ihm durch Rührung leicht beizukommen war, so ließ man seine Frau und seine Kinder in seine Zelle bringen, in der Hoffnung, dass ihre Tränen und Bitten sein Gefühl übermannen und seinen Widerstand lähmen würden. Abwechselnd versuchte man es mit Drohungen und Schmeicheleien. Man brachte ihn aus seinem abscheulichen, übelriechenden Gefängnisse in ein anderes Quartier, wo er besser gepflegt und freundlich behandelt wurde, um zu sehen, ob seine Entschlossenheit durch den Wechsel von Hoffnung und Verzweiflung gebrochen werden könne. Als ein Meister in der Kunst, mit dem menschlichen Herzen zu spielen, ließ der geschulte Inquisitor kein Mittel unbenutzt, das ihm in dem Kampfe zwischen ihm und dem seinen Experimenten ausgesetzten, hoffnungslosen Unglücklichen den Sieg versprach. Eines der wirksamsten derselben war die Qual des Aufschubs. Der Gefangene, der nicht gestanden hatte oder dessen Geständnis für unvollständig gehalten wurde, wurde wieder in seine Zelle zurückgeführt, um hier in der Einsamkeit seines dunklen Verlieses nachzudenken. Von einigen seltenen Fällen abgesehen, spielte die Zeit bei der Inquisition keine Rolle. Die Inquisition konnte warten. Vielleicht konnte schon in ein paar Wochen die Entschlossenheit des Gefangenen zusammenbrechen und er um ein Verhör bitten. Vielleicht konnten aber auch 6 Monate verstreichen, ehe er wieder zum Verhöre vorgefordert wurde. War er noch immer hartnäckig, so wurde er wieder zurückgeschickt und die Monate konnten zu Jahren. Und die Jahre zu Jahrzehnten werden, ohne dass seine hoffnungslose Gefangenschaft ein Ende nahm. Falls nicht der Tod als willkommener Erlöser dazwischen trat, war der schließliche Sieg des Inquisitors fast immer gewiss. Alle Autoritäten sind einig an der Anerkennung der zwar langsamen, aber sicheren Erfolge dieser Untersuchungshaft. Dieser Umstand macht auch, was sonst schwer zu verstehen wäre, die unendliche Verzögerung so vieler Inquisitionsprozesse erklärlich, deren Protokolle auf uns gekommen sind. 3, 5 oder 10 Jahre sind ganz gewöhnliche Zwischenräume zwischen dem ersten Verhöre und der schließlichen Überführung eines Gefangenen. Es fehlt sogar nicht an Beispielen für noch längere Zeiträume. Bernalde, die Frau des Willem von Montaigu, wurde im Jahre 1297 in Toulouse eingekerkert und legte in demselben Jahr ein Geständnis ab. Aber erst bei dem Auto des Jahres 1310 wurde sie förmlich zur Einkerkerung verurteilt. Es wurde schon einmal von Willem Garrick berichtet, der nach einer fast 30-jährigen Gefangenschaft 1321 zu Carcassonne zu einem Geständnis gebracht wurde. Bei dem Auto da Fé von 1319 in Toulouse wurde Willem Salaver verurteilt. Er hatte zweimal, 1299, also 20 Jahre vorher, und 1316 ungenügende Geständnisse abgelegt, da er indessen an dem letzten derselben unwandelbar festhielt, so gab ihm der Bernard Guidonis, von seiner Hartnäckigkeit überwunden, zuletzt frei, mit der Buße Kreuze zu tragen.
Dabei hatte Salavert mehr als 20 Jahre im Gefängnis gesessen und war nicht überführt worden. Bei demselben Auto da Fe wurde über 6 Unglückliche das Urteil gesprochen, die kurz vorher im Gefängnis gestorben waren. Von diesen hatten 2 im Jahre 1305 ihr erstes Geständnis abgelegt, einer im Jahre 1306, 2 im Jahre 1311 und einer erst 1315. Dieses Hangen und Rangen in schwebender Pein kam nicht etwa nur bei einem einzelnen Gerichtshofe vor. Wilhelm Salavert war einer von denen, die in die Wirren von Albi im Jahre 1299 verwickelt waren, wo viele der Angeklagten schleunigst verhört und von dem Bischof Bernhard von Castenet und dem Inquisitor von Carcassonne, Nikolaus von Abbeville, verurteilt wurden. Einigen aber war das härtere Los der Gefangenschaft ohne Verhör vorbehalten. Es wurde die Vermittlung des Antichristen nachgesucht, und 1310 machte Antichrist Papst Clemens V. in einem Briefe an den Bischof und dem Inquisitor 10 von ihnen namhaft, darunter die angesehensten Bürger von Albi, die 8 Jahre und länger im Gefängnis auf ihr Urteil gewartet hatten. Viele von ihnen in Ketten, alle in engen, dunklen Zellen. Der Befehl des Papstes, ihren Prozess sofort zu beginnen, wurde indessen nicht beachtet. In einem folgenden Schreiben erwähnt der Papst die Tatsache, dass mehrere der Unglücklichen gestorben seien, und wiederholt seinen Befehl, über das Los der Überlebenden sofort zu entscheiden. Die Inquisition war indessen gewohnt, sich selbst ihre Gesetze zu geben, und schlug den Befehl des Papstes abermals in den Wind. Im Jahre 1319 wurden außer Wilhelm Salavert noch 2 andere, nämlich Wilhelm Calvery und Isarn Colli, aus ihren Verliesen herausgezogen und widerriefen die Geständnisse, die man ihnen durch die Folter erpresst hatte. Calvery erschien mit Salavert bei dem im selben Jahre abgehaltenen Auto da Fe von Toulouse. Wo Colli abgeurteilt wurde, wissen wir nicht. Aber wenn in den Berichten des Arnold Assalit, des königlichen Verwalters der Konfiskationen von 1322 bis 1323, das Vermögen des Isernus Colli Condemnatus erwähnt wird, so können wir hieraus erkennen, welches schließlich sein Schicksal war. Bei dem Auto da Fe von 1319 erscheinen auch die Namen von 2 Bürgern von Cordes, des Durand Boissat und eines Bernard Ouvrier, der damals schon verschieden war. Ihre Geständnisse reichen zurück bis in die Jahre 1300, 1301, und sie gehörten zweifellos zu derselben Gesellschaft Unglücklicher, die in Verzweiflung und Elend 20 Jahre lang ihr Herz verzehrten. Nun, zu dieser Untersuchungshaft mal ein ganz kurzer Kommentar. Wir wissen jetzt, weil wir das hier gerade gelesen haben, wo heutzutage die Untersuchungshaft oftmals bei Kriminellen herkommt. Heute wird das sozusagen gebraucht, um eben noch weitere Untersuchungen anzustellen oder um dafür zu sorgen, dass die Person, bis die Untersuchungen abgeschlossen sind oder weil sie abgeschlossen sind und noch kein Gerichtstermin feststeht, bis dann eben festgehalten wird, dass er nicht mehr fliehen kann. Heutzutage kann man dafür auf Kaution freigelassen werden. Und wir hatten ja bereits eher hier gelesen, dass hier in der Inquisition auf Kaution freigelassen absolut unmöglich gewesen wäre, weil man ja schließlich im Verdacht, ein Ketzer zu sein. Und wenn man jetzt freigelassen werden würde, dann könnte man noch andere Menschen zur Ketzerei überführen. Also war Freilassen keine Option. Ich will nicht sagen, dass heute Untersuchungshaft dieselbe Waffe ist, aber ich habe auch schon von Fällen gehört, wo die Menschen teilweise Jahre in Untersuchungshaft gesessen haben, bis es endlich zum Prozess kam. Und das kann psychologisch sehr zermürbend wirken, wie wir hier auch gerade eben bei der Inquisition gelesen haben. Nun, heute sind die meisten Menschen, wenn sie ins Gefängnis kommen, zumindest im Augenblick hier in dieser Gesellschaft, in der wir leben, nicht mehr direkt mit dem Leben bedroht. Damals waren sie da schon. Und da konnte es passieren, dass man auch sowieso ohne Urteil aus dem Gefängnis rausgezogen und in ein Auto da Fe gesteckt wurde und also angezündet und getötet wurde. Aber es geht mir hier um das Prinzip,
dass man eben auch diese Untersuchungshaft als eine Waffe gebrauchen kann. Vor allen Dingen eine psychologische Waffe. Und wenn das heute noch passiert, dann haben wir jetzt gerade eben gelesen, wo die Ursprünge davon liegen. Auf dem letzten Absatz auf Seite 469 fährt der Autor fort und sagt: Ein bequemes Mittel, diese langsame Tortur zu schnellerer Wirkung zu bringen, bestand darin, dass man die Gefangenschaft unerträglich hart machte. Wie wir später sehen werden, waren die Gefängnisse der Inquisition im besten Falle Wohnstätten furchtbaren Elends. Falls indessen Grund vorlag, ihre Schrecken noch zu vermehren, machte auch die Steigerung keine Schwierigkeit. Der Durus Carcer et Arcta Vita, Ketten und Hungerqual in einem finsteren, engen Loche, war ein beliebtes Mittel, um Geständnisse von widerwilligen Lippen zu erpressen. Wir werden später ein grausames Beispiel dafür finden, dass an einem Zeugen 1263 geübt wurde, als man den Untergang des großen Hauses Foix herbeizuführen suchte. Man wies darauf hin, dass eine wohl abgewogene Einschränkung der Nahrung nicht nur den Körper, sondern auch den Willen schwäche und den Gefangenen weiter widerstandsfähig mache gegen die Todesdrohungen, die mit Versprechungen der Gnade abwechselten. Hunger erwies sich in der Tat als eins der gewöhnlichsten und wirksamsten Mittel, um unwillige Zeugen oder Angeklagte zum Nachgeben zu bringen. Im Jahre 1306 erklärte Clemens V. nach einer amtlichen Untersuchung, dass in Carcassonne die Gefangenen ebenso durch die Härte des Gefängnisses und den Mangel an Betten und Nahrung wie durch die Folter zum Geständnis gebracht würden. Angesichts dieser vielen dem Inquisitor zu Gebote stehenden Mittel möchte es fast überflüssig erscheinen, dass man auch noch zu den gewöhnlichen rohen Hilfsmitteln der Folterkammer seine Zuflucht nahm. Die Streckfolter und die Wippe standen in der Tat in einem so schreienden Gegensatze nicht nur zu den Grundsätzen des Christentums, sondern auch zu den Gebräuchen der Kirche, dass ihre Anwendung durch die Inquisition zur Förderung des Glaubens eine der traurigsten Anomalien dieser finsteren Zeit ist. Ich habe an anderer Stelle bereits gezeigt, wie beharrlich die Kirche der Einführung der Folter sich widersetzte, so dass Gratian sogar in der Barbarei des 12. Jahrhunderts als eine Regel des kanonischen Rechtes den Satz aufstellt, durch Folterqualen dürfe kein Geständnis erpresst werden. Überdies war die Folter abgesehen von den Westgoten bei den barbarischen Völkern, die die neuen Staaten Europas gründeten, unbekannt gewesen. Und die Gesetzgebung dieser Staaten hatte sich entwickelt, ohne von diesem scheußlichen Gifte verpestet zu werden. Erst mit dem wiedererwachten Studium des römischen Rechts und dem Verbote der Gottesgerichte durch das Laterankonzil 1215, welches während der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts allmählich durchgesetzt wurde, fühlten die Rechtsgelehrten das Bedürfnis nach der Folter und gewöhnten sich an den Gedanken ihrer Einführung. Die ältesten mir bekannten Beispiele finden sich in dem Gesetzbuche von Verona aus dem Jahre 1228 und den sizilischen Konstitutionen Friedrichs II. 1231. Aber in beiden ist klar zu erkennen, wie vorsichtig und zögernd man von diesen Mitteln Gebrauch machte. In seinen grausamen Edikten von 1220 bis 1239 macht Friedrich keine Anspielung darauf, sondern schreibt in Übereinstimmung mit dem veronesischen Dekret des Antichristenpapstes Lucius III. Die übliche Form der kanonischen Reinigung für das Verhör aller verdächtigen Ketzer vor. Allein die Folter machte in Italien schnell ihren Weg. Und als Antichrist Innozenz IV. Im Jahre 1252 seine Bulle Ad Extirpanda, die wir ja schon besprochen hatten, erließ, nahm er dieselbe an und genehmigte ihre Anwendung für die Entdeckung der Ketzerei. Eine scheue Achtung vor dem alten Vorurteil der Kirche verbot ihm jedoch die Anwendung derselben durch die Inquisitoren,
Entschuldigung, ich lese den Satz nochmal. Eine scheue Achtung vor dem alten Vorurteil der Kirche verbot ihm jedoch die Anwendung derselben durch die Inquisitoren selbst oder ihre Diener zu gestatten. Er befahl vielmehr den weltlichen Behörden, alle gefangenen Geketzer zum Geständnis und zur Angabe ihrer Mitschuldigen zu zwingen, durch Folterungen, die das Leben nicht gefährdeten und den Gliedern keinen Schaden zufügen sollten. Gerade wie Diebe und Räuber zum Geständnis ihrer Verbrechen und zur Angabe ihres Mitschuldigen gezwungen würden, die noch immer giftigen Kanones der Kirche verboten indessen den Geistlichen solcher Mittel sich zu bedienen oder überhaupt nur zugegen zu sein, wo die Folter angewandt wurde, so dass der Inquisitor, der in seinem Eifer daran teilnahm, dadurch irregulär wurde und seine Amtsgeschäfte nicht eher wieder aufnehmen durfte, als bis er Dispens erhalten oder sich gereinigt hatte. Das passte aber nicht in die Praxis der Inquisition. Vielleicht fand sie außerhalb Italiens, wo die Folter bis dahin tatsächlich unbekannt war, Schwierigkeiten, wenn sie die Mitwirkung der Staatsbeamten verlangte. Auf alle Fälle aber konnte sie mit Recht sich beklagen, dass diese umständliche Art der Anwendung der Folter unvereinbar sei mit der tiefen Geheimhaltung, die eine der wesentlichsten Eigentümlichkeiten des Inquisitionsverfahrens war. So beseitigte denn, 4 Jahre nach dem Erlass der Bulle des Antichristen Innozenz IV., der Antichrist Alexander IV. Im Jahre 1256 diese Schwierigkeit. Und zwar bezeichnenderweise auf indirektem Wege, indem er die Inquisitoren und ihre Genossen ermächtigte. Genossen, was für eine Wortwahl hier. Indem er die Inquisitoren und ihre Genossen ermächtigte, sich gegenseitig zu absolvieren und Dispens wegen der Irregularität zu erteilen, eine Erlaubnis, die oft wiederholt wurde und jedes Hindernis, das der Anwendung der Folter unter der direkten Aufsicht des Inquisitors und seiner Diener im Wege stand, beseitigte. In Neapel, wo die Inquisition nur unvollkommen organisiert war, wurden bis zum Ende des 13. Jahrhunderts die Staatsbeamten von ihr als Folterknechte benutzt. Anderswo mussten die Inquisitoren sich und ihren eigenen Beamten schnell Anderswo maßten die Inquisitoren sich und ihren eigenen Beamten schnell dieses Amt an. Selbst in Neapel wandte Fra Tommaso von Aversa im Jahre 1305 persönlich die grausamsten Folterungen gegen die Franziskaner-Spiritualen an, und als er auf diese Weise kein Geständnis erpressen konnte, bediente er sich des schlau ausgedachten Mittels, einen der jüngeren Brüder einige Tage hungern zu lassen und ihm dann starke Weine zu trinken zu geben. So war es nicht schwer für ihn, von dem betrunkenen Unglücklichen das Geständnis zu erlangen, dass er und seine 40 Gefährten sämtlich Ketzer seien. Hier können wir noch mal kurz in eine Fußnote rein, die im ersten Teil ganz viel Quellenangaben aufführt. Und dann steht hier, die erste Anspielung auf die Anwendung der Folter in Languedoc findet sich im Jahre 1254, wo Ludwig der Heilige verbot, sie nur auf die Aussage eines einzigen Zeugen hinzugebrauchen, selbst wenn es sich um einen Armen handelte. Das ist also anfüllend von dem Autoren hier in dieser Fußnote noch beigefügt. Im zweiten Absatz auf Seite 472 lesen wir dann, die Folter ersparte die Mühe und die Unkosten einer langen Gefangenschaft. Tja, ist ja viel billiger, die Leute schnell zu quälen und das Geständnis zu erzwingen, als jahrelang füttern zu müssen und ihnen Unterdach geben zu müssen. Ne? Und sie wurde darum bei der Inquisition schnell beliebt, während ihre Einführung bei der weltlichen Gerichtsbarkeit auffallend langsam vonstatten ging. Im Jahre 1260 wird in dem Freibriefe, den Alphons von Poitiers der Stadt Auxon gewährte, ausdrücklich bestimmt, dass die Angeklagten ohne Rücksicht auf die Art ihres Verbrechens nicht der Folter unterworfen werden dürfen. Das beweist, dass der Gebrauch sich allmählich immer mehr ausbreitete. Schon im Jahre 1291 sah Philipp der Schöne sich genötigt, ihre Missbräuche einzuschränken.
In seinen Briefen an den Seneschall von Carcassonne weist er hin auf die kürzlich von der Inquisition eingeführten Foltermethoden, wodurch die Unschuldigen überführt und Missmut und Betrübnis im Lande verbreitet würden. Er konnte zwar gegen die innere Organisation des Heiligen Offiziums nicht einschreiten, suchte aber das Übel zu mildern, indem er verbot, dass schon auf das bloße Geheiß der Inquisitoren Verhaftungen vorgenommen würden. Wie man erwarten konnte, waren dessen diese Verordnung nur ein Palliativmittel. Die gefühllose Gleichgültigkeit gegen menschliche Leiden wächst mit der Gewohnheit und der Missbrauch, der mit diesem schauerlichen Zwangsverfahren getrieben wurde, nahm beständig zu. Als der Verzweiflungsschrei der Bevölkerung Antichrist Clemens V. veranlasste, über die empörende Ungerechtigkeit der Inquisition von Carcassonne eine Untersuchung anzuordnen, wird in dem von den dorthin gesandten Kardinälen im Jahre 1306 abgefassten Berichte erwähnt, man habe die Geständnisse durch so furchtbare Folterungen erpresst, dass die denselben unterworfenen Unglücklichen keine andere Alternative als den Tod hatten. In den Prozessakten wird auf die Anwendung der Folter so häufig hingewiesen, dass ihre gewohnheitsmäßige Anwendung nicht bezweifelt werden kann. Es ist indessen eine bemerkenswerte Tatsache, dass in den von uns erhaltenen Urteilen der Inquisitionsprozesse die Hinweise auf die Folter äußerst selten sind. Offenbar fühlte man, dass die Erwähnung ihrer Anwendung das Gewicht der Zeugenaussagen abschwächen musste. So wird in den oben erwähnten Fällen des Isarn Colli und Willem Calvery zwar erwähnt, dass sie ihre auf der Folter gemachten Geständnisse widerrufen hätten. In den Geständnissen selbst aber findet sich gar keine Angabe über die Anwendung der Folter. In den 636 Urteilen, die in das Register von Toulouse von 1309 bis 1323 eingetragen sind, findet sich nur eine einzige Anspielung auf die Folter, nämlich bei der Erwähnung des Falles Calvery. Und doch gibt es zahllose Indizien dafür, dass die Mitteilungen, welche den jeder Hoffnung auf Rettung beraubten Überführten abgezwungen wurden, kaum auf irgendeine andere Weise hatten erlangt werden können. Bernard Guidonis, der die Inquisition von Toulouse während dieser Zeit leitete, hat ebenfalls seine Ansicht über die Nützlichkeit der Folter und ihrer Anwendung bei Angeklagten und Zeugen so nachdrücklich zum Ausdruck gebracht, dass über seine Entschlossenheit, von diesem nützlichen Mittel auch Gebrauch zu machen, gar kein Zweifel obwalten kann. Die von Antichrist Clemens V. im Jahre 1306 veranlasste Untersuchung führte zu einem Reformversuche, dem das Konzil von Vienne 1311 zustimmte. Aber mit seiner gewohnten Unentschlossenheit schob Clemens die Veröffentlichung der umfangreichen von dem Konzil angenommenen Kanones bis zu seinem Tode hinaus. Erst im Oktober 1317 wurden sie von seinem Nachfolger, Antichrist Johann dem 22., veröffentlicht. Zu den Missbräuchen, die er einzuschränken suchte, gehörte auch der Missbrauch der Folter. Zu diesem Zwecke befahl er, dass dieselbe nur bei gemeinsamer Tätigkeit von Bischof und Inquisitor angewandt werden dürfe, falls eine solche innerhalb von 8 Tagen sich ermöglichen lasse. Bernard Guidonis erhob zwar gegen diese Bestimmung nachdrücklich Einspruch, da sie ernstlich die Wirksamkeit der Inquisition beeinträchtigte, und schlug vor, stattdessen den bedeutungslosen Satz einzuschieben, Zitat, die Folter dürfe nur nach reifer und sorgfältiger Überlegung angewandt werden. Ende Zitat. Aber sein Vorschlag blieb unbeachtet und die clementinischen Verordnungen wurden und blieben das Gesetz der Kirche. Die Inquisitoren waren jedoch zu wenig daran gewöhnt, sich in irgendeiner Form einzuschränken, um sich lange diese Beeinträchtigung ihrer Vorrechte gefallen zu lassen. Zwar machte der Ungehorsam das Verfahren nichtig und der Unglückliche, der ungesetzlicherweise ohne Zuziehung des Bischofs gefoltert wurde, konnte an den Papst appellieren. Aber das konnte die Sache nicht ungeschehen machen. Rom war weit, weit weg und die Opfer der Inquisition hatten zum größten Teil zu wenige Freunde und waren zu hilflos, um zu einem so illusorischen Schutze
ihre Flucht Zuflucht zu nehmen. Bernard Guidonis spricht in seiner wahrscheinlich um das Jahr 1330 geschriebenen Praktika nur von einer Beratung mit Sachverständigen, erwähnt aber nichts von den Bischöfen. Aimericus hält fest an den clementinischen Verordnungen, aber seine Anweisungen bezüglich dessen, was im Falle ihrer Nichtbefolgung zu geschehen habe, zeigen, wie häufig dies vorkam, während Zanchini keck behauptet, der Kanon sei dahin auszulegen, dass die Folter durch den Bischof oder den Inquisitor gestattet sei. Bei einigen Prozessen gegen die piemontesischen Waldenser im Jahre 1387 wurde, wenn die Angeklagten nicht bei dem ersten Verhöre freimütig ein Geständnis ablegten, protokolliert, dass der Inquisitor nicht zufrieden sei, und dem Gefangenen wurden 24 Stunden Bedenkzeit gegeben, um seine Aussagen zu berichtigen. Dann wurde er am folgenden Morgen gefoltert und in einem gefügigeren Zustande zurückgebracht, und es wurde dann sorgfältig protokolliert, dass sein Geständnis ohne Folterung und fern von der Folterkammer abgelegt worden sei. Schlaue Kasuisten fanden außerdem heraus, dass Antichrist Clemens V. nur von der Folter im Allgemeinen gesprochen hat und die Zeugen nicht besonders erwähnt habe, woraus sie den Schluss zogen, dass einer der schreiendsten Missbräuche des Systems, die Folterung der Zeugen nämlich, dem Ermessen des Inquisitors allein überlassen wurde. Und das wurde zur festen Regel. Es bedurfte nur noch eines weiteren Schrittes, um zu zeigen, dass der Angeklagte, nachdem er durch Beweis überführt worden sei oder in Bezug auf sich ein Geständnis abgelegt habe, selbst ein Zeuge werde bezüglich der Schuld seiner Freunde und daher nach Belieben gefoltert werden könne, um sie zu verraten. Selbst wenn die clementinischen Verordnungen beobachtet wurden, setzte übrigens der Termin von 8 Tagen den Inquisitor in Stand, selbstständig vorzugehen, nachdem er diesen Termin abgewartet hatte. Wir gehen hier noch kurz in eine Fußnote am Ende auf Seite 475 ein, und da sagt der Autor uns, dass die clementinischen Verordnungen praktisch außer Gebrauch gekommen waren, beweist die Tatsache, dass Karl III. Von Savoyen 1506 von Antichristpapst Julius II. Als besonderes Vorrecht die Erlaubnis erhielt, dass in seinem Gebiete die Inquisitoren nicht ohne die Mitwirkung der bischöflichen Ordinarien ins Gefängnis, sondern senden oder ein Urteil fällen durften. Antichrist Leo X. erweiterte diese Bestimmung im Jahre 1515, indem er diese Zustimmung für alle Verhaftungen verlangte. Ja? Leo X., 1515, das ist der Antichrist zur Zeit von Martin Luther. Also, da war die Inquisition schon einige Jahrhunderte im Gange. Auf dem letzten Absatz in Seite 475 fährt der Autor dann fort und sagt, während Zeugen, von denen man vermutete, dass sie die Wahrheit verheimlichten, selbstverständlich gefoltert werden konnten, war man unter den Juristen nicht ganz einig über die Schwere der belastenden Aussage, die eine Folterung des Angeklagten rechtfertigte. War irgendein plausibler Grund für die Annahme vorhanden, dass das Verbrechen der Ketzerei vorlag, so bedurfte es offenbar keiner weiteren Rechtfertigung für die Anwendung dieses Informationsmittels. Aimericus erzählt uns, dass, wenn 2 Belastungszeugen vorhanden seien, ein Mann von gutem Rufe zur Feststellung der Wahrheit gefoltert werden könne, während, wenn er von schlechtem Rufe sei, er ohne weiteres verurteilt und auf die Aussage eines einzigen Zeugen gefoltert werden könne. Was sagt die Bibel? Alles soll etabliert werden im Beisein von mindestens 2 Zeugen, nicht einem. Also, selbst wenn man bis jetzt immer noch sagt, das ist alles biblisch und die steht in der Bibel, Inquisition, alles drum und dran, hier widerspricht es der Ordnung der Bibel ganz extrem. Bei 2 Zeugen soll alles in der Bibel etabliert werden, nicht bei einem einzigen. Ja? Aimericus erzählt uns, dass, wenn 2 Belastungszeugen vorhanden seien, ein Mann von gutem Rufe zur Feststellung der Wahrheit gefoltert werden könne, während, wenn er von schlechtem Rufe sei, er ohne weiteres verurteilt
oder auf die Aussage eines einzigen Zeugen hin gefoltert werden könne. Andererseits behauptet Zanchini, dass die Aussage eines einzigen glaubwürdigen Zeugen zur Rechtfertigung der Folter hinreiche, während Bernard von Como sagt, dass das allgemeine Gerücht schon genüge. Das allgemeine Gerücht! Mit der Zeit wurden ausführliche Anweisungen gegeben, die den Inquisitoren hierbei als Richtschnur dienen sollten. Aber man machte sie wertlos dadurch, dass man die letzte Entscheidung dem freien Ermessen des Richters überließ. Wie wenig verlangt wurde, um die Ausübung dieses freien Ermessens zu rechtfertigen, sieht man daraus, dass Juristen es für hinreichend hielten, wenn der Angeklagte bei seinem Verhör ängstlich wurde, stotterte und in seinen Antworten sich nicht gleich blieb, ohne dass irgendein äußerer Beweis gegen ihn vorlag. In Bezug auf die Anwendung der Folter wurden die von der Inquisition angenommenen Regeln auch die der weltlichen Gerichtshöfe in der ganzen Christenheit, also im ganzen katholischen Weltreich, und deshalb müssen wir einen Augenblick bei ihnen verweilen. Also, was in der Kirche anfängt, überträgt sich auf den Staat. So würde ich das mal ganz deutlich lesen. Wobei der Staat erst seine Reservationen hatte gegenüber der Folter und im Lauf der Zeit das natürlich verwässert war. Ne? Oder verwässert wurde. In Bezug auf die Anwendung der Folter wurden die von der Inquisition angenommenen Regeln auch die der weltlichen Gerichtshöfe in der ganzen Christenheit, ließ katholischen Welt, und deshalb müssen wir einen Augenblick bei ihnen verweilen. Almericus, dessen Angaben über den Gegenstand die ausführlichsten sind, die wir besitzen, gibt die ersten Schwierigkeiten dieser Frage und die notorische Unsicherheit des Ergebnisses zu. Die Folter sollte maßvoll angewandt und Blutvergießen gewissenhaft vermieden werden. Aber was bedeutete maßvolle Anwendung? Einige Gefangene waren so schwach, dass sie bei der ersten Umdrehung der Rollen alles zugaben, was man sie fragte. Andere waren so hartnäckig, dass sie lieber alles erduldeten, ehe sie ein Geständnis ablegten. Diejenigen, die schon einmal die Folter überstanden hatten, mochten später entweder stärker oder schwächer in dieser Beziehung sein. Denn bei den einen wurden die Glieder abgehärtet, während sie bei den anderen beständig schwächer wurden. Kurz, das freie Ermessen des Richters war auch hier die einzige Regel. Bischof wie Inquisitor sollten rechtmäßigerweise bei dem Verfahren zugegen sein. Dem Gefangenen wurden die Folterwerkzeuge gezeigt und er wurde dringend ermahnt zu gestehen. Weigert er sich, so wurde er von den Henkersknechten entblößt und gebunden und abermals zum Sprechen aufgefordert, indem man ihm Gnade für alle diejenigen Fälle, in denen Gnade erwiesen werden durfte, zusicherte. Das führte häufig zu dem gewünschten Ziele. Und wir dürfen versichert sein, dass die Wirksamkeit der Folter nicht so sehr in dem lag, was durch ihre Anwendung herausgelockt wurde, als vielmehr in den unzähligen Fällen, in denen die Furcht vor ihr, nah oder fern, die Entschlossenheit lähmte durch die Aussicht auf die tödlichen Qualen. Erwies sich das unwirksam, so wurde die Folter angewandt, in allmählich gesteigerter Strenge. Dauerte die Hartnäckigkeit fort, so wurden noch weitere Folterwerkzeuge gezeigt und dem Dulder mitgeteilt, dass er ihnen allen der Reihe nach unterworfen werden würde. Ließ er sich noch nicht abschrecken, so wurde er losgebunden und der folgende oder dritte Tag wurde festgesetzt zur abermaligen Anwendung der Folterqualen. In der Regel durfte die Folter nur einmal angewandt werden, aber diese Vorschrift konnte leicht wie alle anderen Vorschriften, die zum Schutz des Angeklagten da waren, umgangen werden. Es genügte, nicht eine Wiederholung, sondern eine Fortsetzung der Folter anzuwenden. Und es kam nicht darauf an, wie lang der Zwischenraum war. Die frommen Kasuisten und Sophisten waren imstande, die Folterung ins Unendliche fortzusetzen. Oder es wurde eine andere Ausrede gefunden, durch das Vorgeben, es sei ein weiteres Indizium entdeckt worden, das zu seiner Feststellung eine abermalige Folterung nötig machte.
In der Zwischenzeit ergingen neue Aufforderungen an den Angeklagten zur Erlangung eines Geständnisses. Und wenn diese sich als vergeblich erwiesen, so wurde der Angeklagte abermals der Folter unterworfen, sei es auf dieselbe Weise wie vorher oder auf eine andere, von der man annahm, dass sie wirksamer sein werde. Schwieg er nach einer Folterung, die die Richter für hinreichend hielten, immer noch, so musste er nach der Ansicht einiger Autoritäten freigesprochen und ihm die Erklärung gegeben werden, dass nichts bewiesen sei. Andere Ansichten aber gingen dahin, dass er zurück in das Gefängnis geführt und dort festgehalten werden müsse. Der Prozess des Bernard Delisieux im Jahre 1319 offenbart einen anderen Kunstgriff, um dem Verbote der wiederholten Forderung aus dem Wege zu gehen. Die Examinatoren konnten hier in jedem Augenblick die Folter anordnen, um sich über einen einzelnen Punkt zu unterrichten, und konnten so mit anderen Punkten bis ins Unendliche fortfahren. Jedes auf der Folter gemachte Geständnis bedurfte der Bestätigung außerhalb der Folterkammer. Im Allgemeinen scheint die Folter fortgesetzt worden zu sein, bis der Angeklagte sich zu einem Geständnis bereitwillig zeigte. Dann wurde er losgebunden und in ein anderes Zimmer getragen, wo das Geständnis abgelegt wurde. Wenn das Geständnis jedoch während der Folter entlockt wurde, so las man es später dem Gefangenen vor und fragte ihn, ob es wahr sei. Es gab wohl eine Vorschrift, dass zwischen der Folterung und dem Geständnisse oder seiner Bestätigung ein Zwischenraum von 24 Stunden liegen sollte. Aber das wurde gewöhnlich nicht beachtet. Stillschweigen bedeutete Zustimmung, und die Länge des Stillschweigens, die man erlaubte, war gewöhnlich dem Ermessen des Richters überlassen, der hierbei das Alter, das Geschlecht und die körperliche oder geistige Beschaffenheit des Angeklagten berücksichtigen sollte. In jedem Falle wurde er sorgfältig gebucht, und dass das Geständnis frei und freiwillig, ohne Anwendung von Gewalt oder Bedrohung abgelegt sei. Das ist doch der Höhepunkt der Kasuistik hier. Ich foltere jemanden, dann schicke ich ihn in seinen Raum und innerhalb von 24 Stunden frage ich ihn, ob er jetzt zugibt oder nicht. Dann sagt er ja. Und dann sage ich von, oh, guck mal, ich habe das Geständnis bekommen, ohne dass ich gefoltert habe. So sind sie heute noch in ihrer Rechtsauslegung, diese Rechtsverdreher, diese Kasuisten und Sophisten, hauptsächlich aus dem Jesuitenorden. Aber der Rest der Welt ist inzwischen auch nicht viel besser. Also, nochmal. In jedem Falle wurde sorgfältig gebucht, dass das Geständnis frei und freiwillig, ohne Anwendung von Gewalt oder Bedrohung abgelegt sei. Wurde das Geständnis zurückgenommen, so konnte der Angeklagte wieder zur Fortsetzung der Folter, nicht, wie es sorgfältig heißt, aus einer Wiederholung, zurückgeführt werden, immer unter der Voraussetzung, dass er vorher nicht genügend gefoltert worden sei. Auch hier gehen wir kurz am Ende der Seite auf eine Fußnote ein. Immer ist diese Fußnote hier auch dokumentiert, ne? Also stehen die Werke bei, wo das rausgefunden ist, ne? Wie sorgfältig die Inquisitoren die Mittel verhüllten, steht hier in dieser Fußnote, durch welche sie Geständnisse erpressten, beweist der Fall des Guillaume Salavert im Jahre 1303. Man zwang ihn zu bestätigen, dass das Geständnis, welches er 3 Jahre zuvor abgelegt hatte, wahr, nicht durch Anwendung der Folter erlangt sei und so weiter. Jetzt folgt ein lateinischer Text. Und dann steht hier: Nun gehörte aber Salavert zu einer großen Anzahl von Opfern, gegen die, wie wir später sehen werden, die Folter schonungslos angewandt wurde. Also, obwohl er hier zugeben muss, dass er nicht gefoltert wurde, wurde er gefoltert. Was die Zurücknahme oder den Widerruf eines Geständnisses angeht, so war dies eine Frage, welche die Inquisitionsjuristen nicht wenig beschäftigte und hinsichtlich deren die Praxis nicht überall gleich war. Der Widerruf brachte den Inquisitor in eine unangenehme Lage. Und im Hinblick auf die zur Erlangung seines Geständnisses angewandten Mittel lag es nahe, dass auch zur Verhütung eines Widerrufs im Allgemeinen strenge Maßregeln angewandt wurden.
Einige Autoritäten unterscheiden zwischen freiwillig abgelegten und durch die Folter oder ihren Androhungen erpressten Geständnissen. In Praxi wurde indessen diese Unterscheidung nicht beachtet. Die barmherzigste Meinung im Betreff des Widerrufs ist die des Aimericus, der behauptet, wenn die Folter genügend angewandt sei, so habe der Angeklagte, der hartnäckig widerrufe, ein Recht auf Freisprechung. Hierin steht aber Aimericus völlig vereinzelt da. Andere Autoritäten empfehlen es, den Angeklagten durch Wiederholung der Folter zur Zurücknahme seines Widerrufs zu zwingen. Noch andere begnügen sich mit der Bemerkung, der Widerruf müsse als ein Hemmnis für die Inquisition angesehen werden und der Widerrufende verfalle der Exkommunikation, welche regelmäßig bei der Eröffnung eines jeden Autodafés von den Pfarrpriestern verkündet werde. Unter diese Exkommunikation müssten auch die Notare fallen, die aus böswilliger Absicht bei der Aufsetzung solcher Widerrufe behilflich seien. Im Allgemeinen nahm das Gesetz von vornherein an, dass das Geständnis wahrhaft, der Widerruf aber ein Meineid und dass infolgedessen der Angeklagte ein unbußfertiger Ketzer sei, der, nachdem er eingestanden und nach Buße verlangt habe, wieder rückfällig geworden sei. Als solcher aber verdiene er nichts anderes, als ohne weiteres dem weltlichen Arme zur Bestrafung ausgeliefert zu werden. Allerdings wurde in dem Fall des Guillaume Calvary, der im Jahre 1319 von Bernard Guidonis wegen Widerruf seines Geständnisses verurteilt wurde, dem Angeklagten eine Gnadenfrist von 15 Tagen zur Zurücknahme seines Widerrufs gewährt. Aber die Gewährung einer solchen Frist hing durchaus von dem guten Willen des Inquisitors ab. Wie streng der Satz, dass der Widerruf ein Rückfall sei, in der Regel angewandt wurde, ersieht man aus den Bemerkungen Zanchinis, der erklärt, Zitat, wenn ein Mann, der gestanden und abgeschworen habe und unter Auflegung einer Buße in Freiheit gesetzt sei, später öffentlich erkläre, er habe nur aus Furcht oder zur Vermeidung einer schwereren Strafe gestanden, so solle er als ein unbußfertiger Ketzer angesehen und als Rückfälliger dem Feuertode unterworfen werden können. Wir werden später die volle Bedeutung dieses Standpunkts, also das ist jetzt Ende Zitat, ne? Wir werden später die volle Bedeutung dieses Standpunktes bei der Anwendung desselben auf die Tempelritter sehen. Eine weitere heikle Frage erhob sich, wenn das widerrufende Geständnis dritte Personen belastete. In diesem Fall war die barmherzigste Ansicht die, dass, wenn das Zeugnis sich nicht als stichhaltig erwies, der Urheber des Geständnisses der Bestrafung wegen falschen Zeugnisses unterworfen werden sollte. Da ein Geständnis nur dann ausreichend war, wenn die Namen der Mitschuldigen genannt wurden, so konnten diejenigen Inquisitoren, welche den Widerruf nicht als Rückfall ansahen, die Angeklagten wenigstens wegen falschen Zeugnissen auf Lebenszeit einkerkern. In dieser ausgebildeten Form war das Inquisitionsverfahren seines Opfers sicher. Keiner konnte entschlüpfen, den ein Richter verurteilen wollte. Die Form, in welcher dieses Verfahren in die weltliche Gerichtsbarkeit eingeführt wurde, war weniger willkürlich und weniger wirksam. Indessen erklärt Sir John Fortescue, der Kanzler Heinrichs VI., der in seiner Verbannung reichlich Gelegenheit hatte, die Wirksamkeit desselben zu beobachten, dass es das Leben eines jeden auf Gnade und Ungnade einem Feinde preisgebe, der zwei unbekannte Zeugen aufbringen konnte, die ihn belasteten. Und hiermit schließt der Autor das Kapitel 9 ab und wir treten in das 10. Kapitel ein. Das 10. Kapitel hat den Titel Die Beweise. Und wir werden dort die Unterkapitel sehen. Verhältnismäßige Geringschätzung der Zeugenaussagen. Die Verwertung derselben. Der Verdacht der Ketzerei. Die Zahl der Zeugen, ihr Charakter und Alter ist gleichgültig. Tödliche Feindschaft macht allein unfähig zur Zeugenaussage. Die indirekte Verletzung des Beichtgeheimnisses. Die Vorenthaltung der Namen der Zeugen,
Verhalten gegenüber zurückgenommenen Zeugenaussagen, Häufigkeit der falschen Zeugenaussagen und die dafür festgesetzten Strafen. Das Kapitel erstreckt sich über knapp 15 Seiten. Ist also nicht so ausführlich wie das Kapitel hier vor, wo es ja um das Prozessverfahren der Inquisition ging. Aber ich denke, wir haben eine ganze Menge in diesen letzten drei Lesungen, die das Prozessverfahren der Inquisition jetzt gedauert hat, gelernt. Und wir haben auch gesehen, mit welchen Kniffen die Kirche und der Staat die Gesetze sich so zurechtbiegen, dass sie ihnen auskommen und dass sie ihr Ziel erreichen. Dass mit anderen Worten Kirche und Staat nach demselben Motto verfahren wie die Jesuiten. Der Zweck heiligt die Mittel. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Und dass wir sehen, dass was damals im 12. und 13. Jahrhundert in der Inquisition passiert ist, heute wieder passiert, nur ein wenig anders sich darstellt, aber es ist dasselbe, was wieder passiert, bestätigt wieder einmal, wie die Bibel sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und das erinnert uns dann wieder daran, dass wir hauptsächlich unsere Bibel lesen sollten und für die Gnade unseres Herrn dankbar sein sollten. In Sacktuch und Asche, auf Knien dankend für die Gnade, die wir frei erhalten haben, die uns niemand abnehmen kann und die wir auch unter Folter niemals widerrufen können, weil gegeben ist gegeben. Bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine, du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den weil er's so gut erschaffen hat. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen. Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Offenbaren, er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben. Der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestift. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen. Möge
den Tod er überwunden hat. Ein wahrer Mensch und wahrer Gott, mit Kraft hat er's bewiesen, die Wahrheit uns gewiesen, darum wird er gepriesen. Darum gab er den Heiligen Geist, der ein Sünd und Laster meiden. Der Geist, der ist das Unterpfand, der uns zum Erbteil ist gesandt, das Christus hat erworben, als er am Kreuz gestorben, von der Welt nicht verdorben. Dem Vater